Ihr seht hier das Samsung Galaxy 551 und wir schauen uns die Bedienung von diesem Gerät einmal genauer an. Dafür muss ich es hochfahren. Ich drücke hier rechts auf den Anschalter und jetzt fährt das Gerät hoch. Hier steht Samsung. Ja, und wir haben hier ein Display, nämlich ein TFT-Display mit 3,2 Zoll bzw. eine Diagonale von 8,13 cm. Außerdem haben wir eine Auflösung von 400x240 Pixel und wir haben 16,7 Millionen Farben. So, das Gerät fährt hoch, hier steht Samsung und wir haben hier das Betriebssystem Android Froyo, also Android 2.2 und dazu gehört natürlich das Samsung Interface TouchWiz in der Version 3.0. So, und wir warten einmal ab, es dauert immer noch ein wenig, ich habe schon ein wenig erzählt, das Gerät ist noch nicht hochgefahren, Samsung blinkt hier und ich möchte euch gleich erstmal das Menü zeigen. So. Hier haben wir jetzt die Tastensperre, beziehungsweise hier können wir das Gerät auf lautlos oder auf laut schalten. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Gerät zu entsperren und das mache ich einmal. Und das ist der Homescreen, so sieht das aus. Und wie ist die Bedienung, das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir haben hier drei physikalische Knöpfe und was können die? Wenn ich hier links drauf drücke, dann habe ich hier verschiedene Optionen und Einstellungen, Benachrichtigungen suche und so weiter und so fort. Dieses Menü verändert sich, je nachdem, wo ich mich auf dem Handy befinde. Wenn ich jetzt in einem Programm bin, dann bekomme ich hier andere Optionen. Dieser Pfeil hier rechts ist der Pfeil zurück, drücke ich einmal drauf und ich komme zurück. Ich gehe ins Menü und komme zurück. Dann habe ich noch den Knopf in der Mitte. Was kann ich mit diesem Knopf machen? Ich drücke einmal drauf. Es passiert nichts. Ich wechsle mal. Und so komme ich zurück zum Homescreen. Auch hier einmal drauf gedrückt und ich bin wieder bei meinem Homescreen. Das sind die Knöpfe. Relativ simpel, relativ einfach. Kennt man schon. Hier haben wir Schnellzugriffe. Telefon drücke ich einmal drauf. Hier haben wir ein Ziffernblatt. Können wir eine Nummer wählen. Dann haben wir hier Kontakte, die werden hier geladen, Gruppen, Verlauf, Aktivitäten, hier habe ich die Kontakte und da kann ich einmal durchgehen, hier habe ich das Alphabet aufgelistet. Dann habe ich hier die Nachrichten, habe ich auf den falschen Knopf gedrückt, hier haben wir jetzt das Menü und hier haben wir Programme und zwar sind das auch hier drei Screens. Da haben wir dann zum Beispiel Einstellungen, Google Mail, Kalender, Kamera, Latitude, Maps, Market, so die wichtigsten Sachen. Gehen wir mal weiter. News und Wetter, Places, Rechner, Suche, UKW-Radio, YouTube und so weiter. Und hier sind Spiele und Anwendungen, die ich heruntergeladen habe. Die ordnen sich dann hier rechts ein. So, ich gehe zurück und jetzt zeige ich euch noch einmal die Nachrichten. Hier werden mir die Nachrichten aufgeschrieben, hier aufgelistet, hier kann ich eine neue Nachricht schreiben. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Erstmal zeige ich euch, wie man den Homescreen individualisiert. Habe ich auch schon einige Male gezeigt, zeige ich noch einmal. Hier hinten haben wir zum Beispiel zweimal Google Maps, warum auch immer. Ich nehme das App einmal und packe es in den Mülleimer. So, gelöscht. Wenn ich die Google-Leiste hier verschieben will, dann ziehe ich einfach daran oder wenn ich YouTube verschieben will und so weiter und so fort. Einfach dran ziehen und ich kann es verschieben. Lange auf den Hintergrund gedrückt und ich kann neue Widgets hinzufügen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier Samsungs Widgets. Ne, haben wir nicht. Wir haben hier Android Widgets, YouTube, Suche und so weiter und so fort. Market, Latitude, Feeds, Facebook, Dual, Uhr. So, ich drücke nochmal länger drauf. Ja, also das ist gemischt, Samsung und Android. Da habe ich mich jetzt vertan, manchmal wird das aufgesplittet. So, dann haben wir hier Schnellzugriffe und da finden wir auch hier Menü, Mail und so weiter. Lesezeichen kann man direkt ablesen, man kann ablegen, man kann aber auch Kontakte ablegen. Mache ich einfach mal, damit ihr seht, wie es aussieht. Zum Beispiel ganz wichtig, ADAC-Pannenhilfe muss ich immerhin haben, packe ich hier hin. Damit ich sie nicht versehentlich anrufe, lösche ich das jetzt mal wieder. Was haben wir noch? Wir können hier Ordner ablegen. Da können wir dann auch Ordner zusammenstellen, neue Ordner, wie ihr sehen könnt. Nochmal lange drauf gedrückt. Und ich kann den Hintergrund verändern. Galerie, Hintergrund, Galerie. So, und dann kann man hier einmal durchscrollen und sagen, hier die Wiese. Oh, finde ich besonders schön. So, und das ist jetzt mein Hintergrund. So einfach geht das. Ihr seht, hier haben wir einige Homescreens. Und da kann man sich individuell alles einrichten, wie man möchte. Da hat man sicherlich eine Menge Möglichkeiten. Bei Android Market gibt es noch weitere Widgets und Apps. Das werde ich euch in dem Multimedia-Video einmal genauer zeigen, wie der Market aussieht. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wie man eine SMS schreibt. Ist eigentlich auch nichts Spannendes. Jetzt habe ich mich schon wieder verklickt, wie ihr seht.
Ich zeige es euch jetzt aber einmal. Empfänger hinzufügen, da können wir schon mal auswählen zwischen kürzlich Kontakte Gruppe und hier kann ich eine Nachricht eingeben. So, und das mache ich einfach mal. Wie ihr sehen könnt, die Knöpfe sind relativ klein. So, und ich gebe mal Hallo ein. So, und bekomme hier immer den Buchstaben eingeblendet, natürlich, den ich getippt habe. Ich habe hier jetzt keine Eingabehilfe. So, ich muss mich schon konzentrieren, um den richtigen Knopf oder die richtige Taste zu erwischen. Ich bin natürlich hier hinter der Kamera, das ist das Ganze noch ein wenig schwerer für euch. Ihr müsst es dann einfach mal testen, aber man sieht wirklich, glaube ich, schon, dass hier diese einzelnen Tasten relativ klein sind. Wenn ich jetzt Sonderzeichen hinzufügen möchte, einmal hier auf 1, 2, 3 drücken. Hier habe ich Zahlen, hier habe ich Sonderzeichen, Smileys, wie ihr sehen könnt. Buchstaben, Großschreiben, Löschen, Einstellungen. Drücken wir mal drauf. Was haben wir hier? Tastaturwechsel, Spracheingabe und so weiter und so fort. So, ich gehe einmal zurück und zeige euch noch einmal die Spracheingabe. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, das ist auch wichtig, dann kann ich mit diesem Regler hier zwischen den Buchstaben hin und her navigieren. Das ist sehr gut, um jetzt eine Korrektur vorzunehmen, wenn ich mich vertippt habe. So, da wir keine optische Maus haben, ist das eine gute Ergänzung. Wenn ich jetzt hier auf dieses Mikrofon drücke, dann kann ich hier auch noch einen Text per Sprache eingeben. Das testen wir mal. Hallo, wie geht's? So, das geht's hat er nicht ganz mitgenommen, aber man sieht, das läuft auf jeden Fall gut. Man kann diese Spracheingabe auf jeden Fall verwenden. Aber wir können auch noch was anderes verwenden, nämlich wenn wir das Gerät drehen, zack, haben wir hier unsere physikalische Querztastatur. Die können wir verwenden, um zu schreiben. Hier haben wir Pfeile, um uns zu navigieren, durch die Buchstaben hindurch navigieren. Ja, und dann haben wir hier Enter, drücke ich mal für die nächste Zeile. Hier können wir löschen. So, dann haben wir hier unsere Buchstaben. Hier haben wir Alt, um Sonderzeichen einzufügen, die hier rot hinterlegt sind, wie ihr sehen könnt. Ja, und dann schreibe ich einfach mal. Ja, und das läuft eigentlich sehr gut, wie man es eigentlich von so einer physikalischen Querztastatur erwarten muss bei einem Slider. Was etwas stört, ist hier diese oberste Reihe. Da kommt man beim Schreiben mal gegen, da ist der Abstand nicht groß genug. Also auch mit beiden Daumen, egal wie man da schreibt, man kommt hier irgendwie gegen. Das ist leider nicht ganz so schön und kann manchmal etwas nerven. So, ich gebe einfach mal ein Sonderzeichen ein. So, da müsst ihr natürlich immer hier auf Alt drücken. Funktioniert aber alles super, funktioniert gut. Da kann man sich nicht beschweren. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Ergänzung, wenn man sagen möchte, ich möchte ein Smartphone mit Querztastatur, mit Slider, dann ist das auf jeden Fall eine gute Tastatur und eine gute Wahl. Wie gesagt, man kommt hier oben gegen, aber meine Finger sind auch etwas größer. Wie gesagt, das hier ist ein Android-Smartphone von Samsung für ca. 220 Euro. Ich zeige euch jetzt noch einmal, wie man einen Anruf tätigt, beziehungsweise was man da für Optionen hat. Dazu gehe ich auf Telefon, habe dann hier mein Ziffernblatt und kann einmal eine Nummer eingeben. Das mache ich jetzt einmal. Ich wähle hier die Nummer und werde mir einmal eine Auskunft geben lassen bei der Deutschen Bahn. So, auf grün. Und jetzt wählt das Gerät. So, bedingtes Weiterleiten aktiv. Und was habe ich jetzt hier für Möglichkeiten? Hier oben links seht ihr, kann ich halten. Hier kann ich Anruf hinzufügen, beenden. Hier kann ich mir die Wahltasten wieder öffnen lassen. Bluetooth, Ton ein oder aus, Lautsprecher. Und Lautsprecher ist eigentlich immer relativ wichtig, wenn man zum Beispiel gerade fährt. So, und dann ist es laut. So, jetzt habe ich hier versehentlich die Tastensperre eingeschaltet. So, wo habe ich hier? Hier habe ich die Lautstärkewippe. Kann man auch verwenden. Wahltaste kann ich hier verwenden, wie ich eben schon gesagt habe. Anruf hinzufügen manchmal. So. So sieht das aus. Da kann man dann eine Nummer eingeben. Ton ein oder aus kann ich.
Ja, und so sieht das aus. Ist relativ simpel, sieht gut aus, kann man gut verwenden und nebenbei noch arbeiten. Das ist der Samsung Galaxy 551. Informationen über Kamera und Multimedia-Einstellungen gibt es in den anderen Videos oder auf www.handy-mc.de.